Grün verliert Mitglieder. Dieter Haller von wendet sich an Scholz. Und setzt sich Scholz für Assange ein? Dies und noch viele, viele andere Themen. Ihr wisst, was jetzt kommt nach dem geilsten Intro auf YouTube hier. Abonniert uns kostenlos, weil wir es einfach wert sind. Ist eine ganz einfache Sache. Und natürlich nicht vergessen, Daumen hoch für den Algorithmus, der ja eigentlich nie weiß, was er zu tun hat. Ihr wisst es. Und natürlich Kommentare nicht vergessen. Algo, Team Schnute, von mir aus, ach, was weiß ich, lasst euch was einfallen, denn Qualität ist optional. Und teilen, Leute, weil sonst merkt's hier auch keiner, oder? Nur so erreichen wir mehr solch wundervolle, geilen Menschen da draußen wie ihr. Schluss mit dem Gesabbel, Schluss mit der Werbung. Los geht's! So, meine Lieben, fangen wir an. Der Artikel, den ihr hier seht, von Tichys Einblick, kritisiert die Pläne der Bundesnetzagentur unter ihrem grünen Chef Klaus Müller im Zusammenhang mit dem Digital Service Act, kurz DSA, was ihr mit Sicherheit schon mal gehört habt, diesen Begriff, beziehungsweise die Abkürzung. Es wird übrigens argumentiert, dass die Bundesnetzagentur bereits informell auf europäischer Ebene aktiv ist und ein Spitzelnetzwerk aufbaut, um Verstöße gegen den DSA aufzudecken. Interessant. Da sind eine ganze Menge Leute bei, die sich gedanklich mit den Nazis nicht viel tun. Insofern sage ich, das ist eine Nazi-Partei. Wer denkt wie ein Nazi, spricht wie ein Nazi, warum soll ich den nicht auch so nennen? Und wenn das die führende Figur in dieser Partei ist, dann sage ich, das ist eine Nazi-Partei, da bleibe ich auch dran. Der Artikel sieht darin einen Versuch, staatliche Herrschaft über die Kommunikation zu etablieren und die Meinungsfreiheiten einzuschränken. Es wird auch behauptet, dass dies eine bedenkliche Entwicklung darstellt, die liberale Demokratie bedroht. Der Global Compact for Migration, der internationale Pandemievertrag der WHO und jetzt der Digital Service Act der EU. Das sind die Bausteine, um die nationalen Parlamente zu entmachten, Grundrechte willkürlich außer Kraft zu setzen und die Macht in die Hände von UN, WHO und EU zu legen. Der Digital Service Act geht über die Zensur des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes noch weit hinaus. Neu ist jetzt das faktisch eingeführte Notstandsgesetz, der digitale Notstand. Damit können nicht nur einzelne Kommentare und einzelne Nutzer gelöscht werden, sondern die gesamte Plattform. X, Facebook kommt dann weg für alle. Wahnsinn eigentlich, wenn man das so hört, oder? Schreibt's mal gerne in die Kommentare. Kommen wir weiter. Die Grünen verzeichneten 2023 einen Mitgliederrückgang um 9.500 Personen, was den ersten Rückgang seit 7 Jahren darstellt. Verständlich. Trotzdem erlebten sie zu Beginn des Jahres eine Welle neuer Mitgliedschaften, die Gesamtzahl auf über 130.000 brachte. Ein historischer Höchststand für die Partei, muss man dazu sagen. Der durchschnittliche Frauenanteil liegt dementsprechend bei 42,5% und das Durchschnittsalter aller Mitglieder bei 48,9 Jahren, wobei das Durchschnittsalter neuer Mitglieder bei 42,2 Jahren liegt. Zeigt nun auch die Veröffentlichung eines Gesprächs von Offizieren der deutschen Luftwaffe in den russischen Staatsmedien. Der Vorgang muss jetzt schnell, umfassend und entschlossen aufgearbeitet werden. Genauso wichtig ist jedoch auch, wie Verteidigungsminister Pistorius gestern noch mal gesagt hat, wir dürfen uns nicht spalten lassen, so wie es Putin will. Es geht in dieser Zeit nach dem Ende vom Ende der Geschichte darum, wie sich Demokratien eigentlich beweisen. Nach außen sicherheitspolitisch, aber auch nach innen. Und dazu gehört es, dass wir gemeinsam Verantwortung übernehmen und unsere Demokratien schützen. Also mittlerweile wälzen sie ja tatsächlich alles auf ihn ab. Puh, ein grüner Politiker wurde nach verbaler Beleidigung körperlich angegriffen, was die Parteiführung stark erschütterte. Die Armen. Der Vorfall wird mit einem politischen Hintergrund in Verbindung gebracht, wobei die Polizei gegen den mutmaßlichen Angreifer ermittelt. Die Partei betont, dass Einschüchterungen und Gewalt in der politischen Auseinandersetzung keinen Platz haben dürfen. Interessant. Interessanter Ansatz. Das hatten wir doch schon mal so ähnlich gehört.
Ihr wisst, was wir meinen. Lieber Markus Söder, es geht hier nicht um grüne Politik oder unterschiedliche Haltungen beim Thema Windkraft, sondern es geht darum, dass wenn Menschen angegriffen werden, wenn Menschen Gewalt erfahren, das ein Problem für unsere ganze Demokratie ist. Ich erwarte von Markus Söder nicht, dass er nett zu mir ist. Ich erwarte auch nicht, dass er besonders freundlich zu unserer Partei ist. Aber ich erwarte, dass wir uns darauf verlassen können, dass er mit uns gemeinsam die Grundfesten der Demokratie verteidigen wird. Und ich kann ihm versprechen, wenn es seine Partei trifft, egal wen aus seiner Partei, dann werden wir solidarisch an der Seite stehen. Oh Mann, man kann es nicht mehr hören. Kritische Äußerungen von Nazari Zatorski, einem ukrainischen katholischen Priester in der Schweiz, gegenüber der Schweizer Politik und deren Unterstützung der Ukraine. Wenn ich es jetzt sehr knallhart sage, dann hat der Bundeskanzler die Öffentlichkeit getäuscht, weil für den Einsatz dieses Systems auch auf der Kertschbrücke mit etwas zeitlichem Vorlauf keine Bundeswehrunterstützung nötig ist. Okay. Und keiner versteht, warum der Kanzler dies nicht will, weil Kriegsziel sind wir von Russland. Und Russland sieht uns auch als Kriegspartei. Das ist keine Definition von uns. Und wenn der Kanzler will, dass die Krim wieder befreit wird, das heißt also Putin wackelt, dann muss er der Lieferung von Taurus zustimmen. Und genau das macht er nicht. Und das bringt ja Frau Strack-Zimmermann und Toni Hofreiter auf die Palme. Mhm. Und mich auch. Also anfangs dachte ich tatsächlich, er hatte eine kleine Wende erlebt. Aber zum Schluss hat er ja wieder komplett reinge... Auf jeden Fall, Zatorski kritisiert die Reduzierung von Budgets für ukrainische Seelsorgeprojekte und das Entfernen ukrainischer Flaggen als Symbole sinkender Unterstützung. Ah ja. Er betont die Bedeutung der Schweizer Sanktionen gegen Russland und Munitionslieferung, argumentiert gegen die Neutralität der Schweiz und fordert ein klares Einstehen für demokratische Werte. Und ab und zu einem älteren Video von Victoria Nuland. Übrigens ist die gute Dame gestern zurückgetreten. Ja, ihr habt richtig gehört. Victoria Nuland ist zurückgetreten. Die Frage, die sich hier aber stellt, ist es ein gutes oder ein eher schlechtes Zeichen? Wie seht ihr das? Auf eure Ansicht sind wir natürlich sehr gespannt. Aber erstmal Film ab. With regard to Nord Stream 2, we continue to have very strong and clear conversations with our German allies. And I want to be clear with you today. If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not move forward. Dieter Hallervorden äußert in einem Instagram-Posting seine Besorgnis über die Reaktion Israels unter Premierminister Netanyahu auf Angriffe der Hamas. Er bedauert die unverhältnismäßigen Militäreinsätze, insbesondere die Auswirkungen auf Kinder im Gazastreifen. Hier, dass von einer politisch orientierten Minderheit vorgeschrieben werden soll, wie man jetzt in Zukunft sich auszudrücken hat. Wir leben ja in einer Art von Empfindsamkeitskult und ich weiß manchmal überhaupt nicht mehr, wie ich verbal, welchen Slalom ich nehmen muss, um alle Fettnäpfchen einigermaßen zu umrunden. Hallervorden appelliert für Frieden und mahnt zu einer Deeskalation, um weitere Feindseligkeiten zu vermeiden. Er hofft, dass Israel seinen 100. Jahrestag in Frieden feiern kann und betont die Notwendigkeit, religiösem Fanatismus und Antisemitismus entgegenzuwirken. Ich glaube, dass Sprache sich aus sich heraus entwickelt, aber nicht von oben herab auf Befehl. Und deswegen kämpfe ich natürlich dafür, dass man die deutsche Sprache so lässt, wie sie ist. Zumal ich persönlich, was die Gleichstellung von Frau und Mann betrifft, ich brauche da nicht zur Sensibilität erzogen zu werden. Jim Gauck hat gesagt, Gendern ist wie betreutes Sprechen. Gute Einstellung von Herrn Hallervorden. Kommen wir weiter. Bundes-Olaf hat sich für den Schutz von Julian Assange durch britische Gerichte ausgesprochen, in der Hoffnung, dass Großbritannien ihn nicht an die USA ausliefert. Na sagen Sie mal, was ist da denn los? Und wir sind hier, weil wir sagen, er gehört endlich in Freiheit. Journalismus ist kein Verbrechen. Und genau so sieht's aus. Scholz äußerte seine Bedenken hinsichtlich der möglichen Verfolgung Assange in den USA wegen der Veröffentlichung amerikanischer Staatsgeheimnisse. Er betonte, dass die Wahrscheinlichkeit einer Auslieferung gesunken sein könnte, da die USA nicht garantieren konnten, dass Assange mögliche Bestrafung für Großbritannien akzeptabel sei.
Interessant. Julian Assange ist ein Held. Er ist Australier, er ist Journalist und im Moment sitzt er in London im Gefängnis. Das halte ich für unfair, das halte ich für ein großes Unrecht. Er muss meiner Meinung nach unbedingt freigelassen werden. Was wird ihm überhaupt vorgeworfen? Er hat ein Video gedreht, in dem er zeigt, dass amerikanische Soldaten im Irakkrieg aus einem Helikopter heraus in Bagdad Zivilisten erschießen. So Leute, und nun, wie üblich natürlich das kleine Abschlussvideo. Heute schauen wir uns mal einen Ausschnitt einer Rede von vor 9 Jahren an. Auf euer Statement. Dazu sind wir sehr, sehr, sehr gespannt. Also lehnt euch zurück, genießt die Show. Auch wenn man Putins Vorgehen verurteilt, muss man sehen, wie es zur gesamten Zuspitzung und Konfrontation kam. Und ich sage es Ihnen hier ganz deutlich. Alles, was NATO und EU falsch machen konnten, haben sie falsch gemacht. Ich beginne bei Gorbatschow im Jahre 1990. Er schlug vor, ein gemeinsames europäisches Haus, Auflösung der NATO und des Warschauer Vertrages und das Finden einer gemeinsamen Sicherheit mit Russland. Das hat die NATO ausgeschlagen. Sie hat gesagt, Warschauer Vertrag auflösen, okay, die NATO bleibt. Und aus dem Verteidigungsbündnis NATO wurde ein Interventionsbündnis gemacht. Der zweite Fehler. Bei der Herstellung der deutschen Einheit erklärte der amerikanische Außenminister und unser damaliger Außenminister Genscher und andere Außenminister gegenüber Gorbatschow, dass es keine Osterweiterung der NATO geben wird. Dieses Versprechen ist gebrochen worden. Es gab eine vehemente Ausweitung der NATO in Richtung Russland. Und der ehemalige US-Verteidigungsminister Robert Gates bezeichnete die eilfertige Aufnahme der osteuropäischen Staaten in die NATO als schweren Fehler und den Versuch des Westens, die Ukraine in die NATO einzuladen, als schwere Provokation. Nicht ich, der US-amerikanische Verteidigungsminister, der ehemalige, hat das erklärt. Dann kam drittens der Beschluss, Raketen in Polen und Tschechien zu stationieren. Die russische Regierung sagte, das tangiert unsere Sicherheitsinteressen. Wir möchten das nicht. Es hat den Westen überhaupt nicht interessiert. Es wurde dennoch gemacht. Und dann hat die NATO das Völkerrecht beim Jugoslawienkrieg mehrfach und schwer verletzt. Das räumt inzwischen auch der damalige Kanzler Schröder ein. Serbien hatte keinen anderen Staat angegriffen und es gab keinen Beschluss des UN-Sicherheitsrates. Es wurde dennoch mit erstmaliger bundesdeutscher Beteiligung nach 1945 bombardiert. Und die Bewohnerinnen und Bewohner des Kosovo durften in einem Volksentscheid die Loslösung von Serbien beschließen. Ich habe damals die Völkerrechtsverletzung schwer kritisiert und ihnen beim Kosovo gesagt, sie öffnen eine Büchse der Pandora. Denn wenn das im Kosovo erlaubt ist, müssen Sie es auch in anderen Gegenden erlauben. Sie haben mich beschimpft, Sie haben es nicht ernst genommen, und zwar, weil Sie glaubten, solche Sieger im Kalten Krieg zu sein, dass alle alten Maßstäbe für Sie nicht mehr gelten. Ich sage es Ihnen, die Basken fragen, warum Sie keinen Volksentscheid machen dürfen, ob Sie zu Spanien gehören wollen oder nicht. Die Katalanen fragen, warum Sie keinen Volksentscheid machen dürfen, ob Sie zu Spanien gehören wollen oder nicht. Und natürlich auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Krim. Und durch Völkerrechtsverletzung kann man über Gewohnheitsrecht auch neues Völkerrecht schaffen, das wissen Sie. Ich bleibe aber der Meinung, dass die Abtrennung der Krim völkerrechtswidrig wäre. Genauso wie die Abtrennung des Kosovo völkerrechtswidrig war. So ihr Lieben, und dann würde ich sagen, für heute haben wir es erstmal geschafft. Verpasst auf jeden Fall nicht unsere nächsten Videos und wir hören, riechen, sehen uns dann morgen früh wieder. Ihr wisst, was jetzt kommt. Damit wir wachsen können, brauchen wir euch. Lasst unbedingt ein kostenloses Abo da, drückt den Daumen nach oben und kommentiert bitte wie die Wilden. Mal gucken, wer bis zum Ende geguckt hat. Heutiges Kommentarwort ist, wer hätte es anders erwartet, Demokratie. Ich sag, bis morgen in alter Frische, euer Tobi von Zeig Schnute TV. Ciao.